Ja, liebe Löwenfans, liebe Nutzer der Internetseite svbwlöwenstedt.de, wir haben jetzt hier diese Online-Videothek sozusagen, wollen hier anfangen, mal ein bisschen fachlichen Austausch über das Netz sozusagen in die ewigen Jahrgründe des Internets zu schicken. Und heute fangen wir an mit einem schönen Spiel Blau-Weiß-Löwenstedt 3 zu Hause gegen Drelsdorf 1. Und Torben, wie ist das ausgegangen? Eindeutiges 13:0 für den SV Blau-Weiß-Löwenstedt. Torben, ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden, weil sonst können unsere Zuschauer das nicht hören. Ja, ist man relativ ausgelaucht. Ja. Ja. Okay, ausgelaucht. Das ist schon das Stichwort, Torben. Sackstarke Partie im Mittelfeld gemacht. Ne? Und natürlich, also sogar heute als Captain, nicht wahr? Ja, mit einem Tor erfolgreich. Wie war das für Sie? Ja, nicht schlecht. Mein erstes Saisontor. Ja, heute gemacht gegen Drelsdorf zu Hause. Immer schön, hier zu Hause ein Tor zu schießen. Ja. Super, Torben. Also, ja, 1:0. Optimal. Also, Henrik Schwalbe erzielt das 1:0. Und ja, wie war das Spiel aus Ihrer Sicht in der ersten Halbzeit? Die erste Halbzeit war unsere bessere Halbzeit. Das erste Tor hat jedoch Mega Gutte erzielt. Absolut richtig. Ne? Ich wollte Sie da mal testen. Also gut, dass Sie als Captain immer auf der Hut sind. Mirko Gude mit einem schönen Tor. Ne? Aber dennoch, also erste Halbzeit definitiv besser als die zweite. Ja, eindeutig. Die zweite Halbzeit haben wir uns zu sehr hinten reindrücken lassen. Wir standen zu tief. Und so hatte Drelsdorf auch mehrere Chancen. Aber unsere Abwehr stand sicher und hat das Null, hat die Null stehen lassen. Genau, also auch aus Moderationssicht sage ich mal ganz klar, es war ein gutes Spiel in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit leicht zurückgefahren, aber wir konnten das glaube ich auch zulassen. Eindeutig, wir führten hier mit 2:0 und haben in der zweiten Halbzeit sogar noch das 3:0 gemacht. Das war nicht... Ja, wir das haben dann übrigens durch Henrik Schwalbe, oder? Das 3:0 durch Henrik Schwalbe, schöne Einzelaktion gemacht, über die linke Seite, doch, das war schon in Ordnung alles. Ja, schon mal ganz vielen Dank als Torschütze, wie gesagt, ne, Heimspiel, gute Kulisse auch heute. Vielleicht noch ein Wort zu heute Abend? Wir mal sehen, wie man hier noch wegkommt. Die Fans sind auch zahlreich heute hier erschienen. Ich denke mal heute, dass wir noch eine lange dritte Halbzeit geben hier in Löwenstedt. Ja, mal sehen. Gut, recht herzlichen Dank. Ich sag mal, also fachlich gesehen... in diesem Spiel gar nichts auszusetzen, taktisch alles sehr gut eingestellt, die Trainer gut, im Gegensatz zum letztrigen Spiel in Wiek auf Föhr, nicht so, das war nicht so gut, heute wieder stark. Wir starten mit dieser Videosequenz und freuen uns sehr, da eine ganz positive Sache draus zu machen. Auch natürlich die erste und zweite wird demnächst interviewt. Wir sehen, was daraus wird. Zurück in die Funkhäuser.